Ich schaue halt einfach damit aus, als wäre ich von irgendjemandem an der Halskette in so einem perversen Club. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, ich komme aus dem Grinsen gar nicht mehr raus, denn heute ist endlich der Tag gekommen. Die ganzen Pakete, die sich jetzt über die letzten zwei Wochen bei mir angestaut haben, die ich nicht auspacken konnte, weil ich auf diesen Moment gewartet habe, werden wir heute gemeinsam unboxen. Ich habe in keinen Streams bestellt, sondern alles offline, hin und wieder mal irgendwas bestellt und schon langsam hat sich da, ich zeige es euch mal, einfach ein Riesenhaufen angestaut. Oh mein Gott. Diese Pakete werden wir heute alle auspacken. Da ist einiges am Start, allerdings nicht nur teure, oh ja, großteils eigentlich. Ja, nein. Ah, ich weiß teilweise gar nicht mehr. Wir werden jetzt einfach Schritt für Schritt reinsehen. Es sind nicht nur Bestellungen von Farfetch, sondern auch von Rare Fashion unter anderem, aber auch von City Optik House. Und ich habe auch ein One-of-One-Piece bestellt bei einem Berliner Künstler. Und wir werden uns heute das alles gemeinsam ansehen. Ich werde euch dann noch ein paar Fits einblenden, wie das Ganze dann noch an mir fittet. Und ich würde sagen, ja, fangen wir einfach mal mit dem kleinsten Paket, das ganz oben liegt, an. Das ist eine Bestellung von Farfetch, Freunde, und es ist Schmuck. Es ist tatsächlich Schmuck. Lang hat's gedauert. Lang hat's gedauert, bis ich mir mal eine Kette hole. Jetzt ist es soweit. Von Farfetch bestellt. Oh, das kann ich hier da unten auch machen. Mach das gleich mal auf. Adressen wurden natürlich alle extra abgeklebt, damit ja auch nichts passieren kann. Ich glaube, das ist vor zwei Tagen angekommen oder I don't know, jetzt irgendwann. Ich nehme das alles einen Tag, bevor ihr das Video seht, auf. Also es ist wirklich also ganz am Zahn der Zeit, was ich hier unboxe. So, wir haben hier das Paket, dazu noch die Rechnung. Ich habe bezahlt 450 Euro oder so. Gehen wir gleich mal da weg. Hier ist es nochmal in so einer Plastiktüte eingepackt. Ich werde das jetzt einfach mal auspacken. Okay, Sendemesser. Zack. Hier ist das Ganze drin. Nochmal ein Paket. Und wie man hier vielleicht schon erkennen kann, kann man sehen. Ah, ich glaube, man sieht es. Oder auch nicht. Es ist von Elix. Ich habe mir eine Kette von Elix bestellt. Die sollte hier drin sein. Ich werde jetzt einfach mal aufmachen. So. Nochmal zusätzlich verpackt in so einem, fast schon wie so eine kleine Tasche. Okay, Freunde, schauen wir einfach mal rein. Meine allererste Kette. Also teure Kette so. 450 Euro ist jetzt nicht unbedingt wenig. Und hier ist sie. Hier haben wir die Elix-Kette mit der klassischen Elix-Schnalle. Und hier haben wir ein paar Glieder, die in Rot nochmal eingefärbt sind. Ich habe den L bestellt. Ich hoffe, die passt mir. Ich werde die jetzt einfach mal anprobieren und anlegen. Ihr könnt sie dann in die Kommentare schreiben, ob sie euch gefällt. Sie ist sehr schwer und kalt. Ja, ich schaue halt einfach damit aus, als wäre ich von irgendjemandem an der Halskette in so einem perversen Club. Nein, das passt nicht. Das passt nicht. Das passt nicht zu mir. Also entweder eine Nummer größer oder so, aber mit den Fingernägeln dann nochmal dazu, das ist einfach eine Nummer zu wild. Ganz ehrlich. So, als würde mich jemand an die Leine nehmen und ich wäre sein Sklave oder so. Also das ist mir ganz ehrlich way too much. Kriege ich das, dass es überhaupt das mal verdreht? Ah, jetzt probier's nochmal. Die Kette fühlt sich nice an. Geht auch, ich wollte gerade sagen, die geht gut zu, aber irgendwie gerade nicht. Jetzt kriege ich es gar nicht mehr zu. Was ist denn jetzt los? Ich merke schon, das Unboxing geht 50 Minuten. Warum geht es jetzt nicht mehr? So oder was? Ah, okay. Ich probiere es jetzt nochmal. Jetzt ist es auch nicht mehr so eng. Ja. Na, das passt mir nicht. Das passt mir nicht. War ein Versuch so, aber die werden wir wieder zurückschicken. 450 Euro wieder zurück auf mein Konto. Unrecht ist mir das jetzt auch nicht. So, gebt das mal wieder hier rein. Na, vergiss. Das hat keinen Sinn. Vielleicht finden wir irgendwann mal eine bessere. Man munkelt, es wurde bereits auch eine bestellt oder wird bald bestellt. Vielleicht auch eine eigene, aber das ist sie eindeutig nicht. Also, wer die jetzt nice gefunden hat, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich finde nicht, dass mir die steht. So, okay. Freunde, wir schauen weiter mit dem nächstgrößeren Paket von City Optik House zugeschickt bekommen. Vielen lieben Dank an City Optik House. Die haben mir hier auch wieder nice mit dem Sticker verpackt. Und wie man schon erkennen kann, Freunde, ja, ich habe diese Brille auch schon mal. Das ist das einzige Paket. Ja, okay, das ist das zweite Paket, das ich ohne euch aufgemacht habe. Es ist eine Brille von
Bottega Veneta. Wir haben damals im Livestream, übrigens unten nochmal in der Infobox verlinkt, der Reaction-Kanal, auf ein Video von Justin gemeinsam mit Jana reagiert und die hatte diese Bottega Veneta Brille und ich fand die einfach mega, mega nice. Das heißt, danke an Jana Xnell, dass sie mich auf diese Brille aufmerksam gemacht hat. Ich habe auch schon ein Foto auf Instagram hochgeladen, checkt das gerne mal ab. Ist natürlich gewöhnungsbedürftig, ähnlich wie die Gucci-Brille, aber ich feiere die. Das ist hier so ein Creme-Weiß und das kann man immer wieder mal nice kombinieren. Ich finde die cool. Ich sage euch aber ganz ehrlich, die ist sehr, sehr eng da hinten. Also die drückt so ein bisschen hinten rein. Ich weiß nicht, vielleicht kann man da noch beim Optiker mit so Föhn oder mit irgendwie warmer Luft das nochmal zurechtbiegen. Aber persönlich finde ich die sehr, sehr nice. Trage ich aktuell gerne. Kommt nochmal in so einer klassischen Bottega Veneta Tasche und in diesem Paket verpackt. Grüße gehen raus an City Optik Haus. Vielen lieben Dank. Freunde, jetzt schauen wir weiter. Was haben wir hier noch? Schauen wir mal da ganz kurz rein. Im MWM-Paket verpackt. Ein wunderschönes T-Shirt, das vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen hat. Am Freitag um 19 Uhr kommt das Shirt online, also seid auf alle Fälle am Start. War so eine kleine Überraschung, ich werde das gleich mal anziehen. Das ist das Tee, Freunde. Ich bin vom Fit absolut begeistert, gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben den Kragen distressed, wir haben die Ärmel distressed und auch unten nochmal distressed. Ähnlicher Schnitt, wie ihr das von der letzten Kollektion schon gewöhnt seid. Der Stoff absolut genial, also Freitag 19 Uhr auf jeden Fall. Reinschauen auf MEM. Von COS bestellt. Das ist ein Kurzarmhemd, das habe ich bei BHP Pedao, glaube ich, gesehen, als er Shirts vorgestellt hat. Finde ich ganz cool. Ich möchte jetzt allgemein, vielleicht machen wir mal einen Shopping-Stream, wo wir Kurzarm-Shirts einkaufen. Also Hemden einkaufen, wer da Bock hat, gerne in die Kommentare schreiben. Das ist dieses Ding. Ich habe selber vergessen, in welcher Farbe ich bestellt habe, aber anscheinend in so einem Schwarz. Bezahlt habe ich dafür, ich glaube, 60 Euro plus 30 Euro Expressversand. Hier ist das Ding. Fühlt sich an wie, ja, wie Seide so. Es ist auch so ein bisschen Stretch-Material. Ich blende euch jetzt mal ein, wie das Shirt an mir fittet. Jetzt im Moment weiß ich es noch nicht. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Shirt an mir findet. Es ist in so einem Schwarz. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich in Schwarz bestelle. Ist das schwarz? Ja, ist schwarz. Ist nicht so ein... Nein, ist schwarz. Ich dachte schon, es ist so ein Navy Blue. Aber vom Feeling her sehr, sehr nice. Bin natürlich auch gespannt, wie es am Körper fittet. Eins von den günstigeren Cops. Keinen Plan, was hier drin ist. Was ist da drin? Das könnte jetzt irgendeine sinnlose Bürobestellung sein natürlich. Also nachdem ich alle Pakete zusammengespart habe, habe ich absolut keinen Plan, was da teilweise drin ist. Okay. Ah, wenn ich das jetzt sage, was da drin ist, werde ich es wieder so geroastet in den Kommentaren. Aber es ist, Freunde, Nageljack. Ich habe auch aktuell die Nägel einfach abgestimmt auf das MEM-Shirt. Einfach weil ich weiß nicht, ich fühle es halt einfach. Es ist irgendwie lustig, die Nägel so in unterschiedlichen Farben zu machen. Ich habe auch schon einige Farben bestellt und ich glaube auch das. Was ist das überhaupt? Ah, oh, das ist so ein Grauton, so ein heller. Passend zu MEM Tabula Rasa. Also unter Anführungszeichen Basics. Die kommen dann wahrscheinlich Ende Mai, Anfang Juni. Und hier nochmal in Weiß. Oh, hellgrau und weiß kann schon nice sein. Hellgrau und weiß, das ist nice. Okay, Freunde, nächstes Paket. Das ist jetzt dieses One of One. Grüße gehen raus an Jun Penelope. Das ist ein Künstler aus Berlin. Der schneidert bei sich zu Hause selbst Pieces zusammen. Das heißt, er nimmt getragene oder Vintage-Dinge her und stickt da nochmal was Besonderes drauf. Ich habe mir hier, soweit ich mich erinnern kann, eine Jacke oder ein Hemd bestellt in so einer Schlangenlederoptik. Ja, safe. Hey, ich möchte mich nochmals für deinen Einkauf bedanken und zusätzlich einen kleinen Hinweis anfügen. Ich empfehle bezüglich der Pflege des Artikels Maschinenwäsche, wünsche dir viel Freude mit dem Teil. Voll auf Instagram, Jun Penelope. Lieber Gruß. Grüße zurück an dich, Jun Penelope. Ich sehe jetzt gleich mal am Stoff, dass das auch wieder so ein Seidenstoff ist. Das Rot sieht etwas anders aus, als ich mir das gedacht habe. Wir haben hier diese Schlangenlederoptik. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Fall, aber ich fand das ganz cool. Und hier hinten haben wir nochmal einen Stick von Paris Hilton. Mit der war ich ja schon gemeinsam saufen damals in Wien im Club. Also warum nicht auch nochmal hier einen Gruß an Paris da lassen? Ich blende euch jetzt mal ein, wie das Ganze an mir fittet. Ich habe es gerade unboxed, also mal sehen, wie das Ganze kommt. Schreibt mir gerne in den Kommentare, wie ihr das findet. Der hat nur Einzelstücke, ja. Also der arbeitet an einem Ding ein paar Tage oder ein paar Wochen, ich weiß es nicht genau. Und wenn du dann bei dem kaufst, übrigens nicht teuer, ich habe nur, unter Anführungszeichen, 120 Euro dafür bezahlt. Dafür, dass es handmade von einem Künstler aus Berlin ist. Also Grüße gehen raus an dich, Jun. So, Freunde, zwei Hosen noch und dann noch ein Paket von Rare Fashion. Sage ich aber noch nicht, was da drinnen ist. Ich habe hier bestellt zwei Workwear Jeans von
Carhartt mit so einem Double Knee. Beige war nicht so wirklich mein Ton, aber wo ich die dann gesehen habe, die matcht einfach super mit der Jacke. Ich zeige euch hier mal ein paar Shots auf Instagram. Ich habe die schon getragen. Finde ich persönlich sehr, sehr nice. Der Stoff ist unfassbar dick. 90 Euro habe ich dafür bezahlt, was finde ich völlig im Rahmen ist. Die Double Knees sind nice. Die stackt auch richtig gut. Also das auf jeden Fall eine Top-Hose, Freunde. Wie gesagt, Instagram abchecken. Da ist bereits ein Fit-Pick entstanden. Und ich glaube, ich habe mir die nochmal in schwarz bestellt. Safe. In schwarz habe ich die Hose jetzt auch nochmal am Start. Ich glaube, bei Custom Kult oder wie die Seite heißt, habe ich bestellt. Fitted. Ich mache die jetzt mal auf. Yes, das ist das Ding. Sehr, sehr nice. Fitted ganz genau wie die beige. Ich kann euch aber hier gerne nochmal einspielen, wie die Hose an mir aussieht. Fitted wie die andere Hose. Hier gerne nochmal ein Fit-Video, wie das Ganze an mir kommt. Wir haben hier natürlich wieder die Double Knees mit diesen goldenen Nähten. Finde ich persönlich sehr, sehr cool. In so einem Schwarz passt das einfach überall dazu. Ich freue mich schon, wenn ich mit der Hose und vielleicht sogar mit dem Hemd, ich glaube, da könnte mein Outfit draus basteln. Finde ich persönlich sehr, sehr nice, Freunde. So, allerletztes Paket von Rare Fashion. Also großes Dankeschön an die, die haben mir das zukommen lassen. Ich weiß, was drin ist. Es ist eine Jeansjacke, Leute. Ihr werdet jetzt gleich sehen, von welcher Marke. Bezahlt habe ich für die, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ich glaube 450 Euro oder so, oder 500, I don't know. Ist das letzte Piece des heutigen Unboxings. Eine Jeansjacke, Leute. Auch wieder schön verpackt in Seidenpapier. Und hier haben wir schon das Ding. Oh, nice. Okay, jetzt sehen wir schon. Die Jacke ist von Palm Angels. Ich habe es, soweit ich mich erinnern kann, in einer L bestellt. Philipp musste sie nochmal anziehen, damit ich sehe, wie das Ganze fittet an ihm. Ich zeige es euch auch hier nochmal im Video. Aber vorher schauen wir uns mal das Backprinting an. Freunde, wir haben hier in einer sehr extravaganten und coolen Schrift, wie ich finde, Palm Angels stehen und darunter nochmal ein Motiv, was ein bisschen erinnert an den M&M Zipper, den wir vor kurzem hatten. Allerdings bunt und als Printing finde ich persönlich extrem nice. Palm Angels macht jetzt wieder richtig krasse Sachen. Nicht mehr diesen normalen Bullshit, den man an jeder Ecke sieht, sondern auch extravagantere Dinge wie diese Jeansjacke, die ich persönlich einfach unfassbar feiere. Ich freue mich schon sehr auf Fitpics mit dieser Jacke auf Instagram. Da schaut auf alle Fälle vorbei. Da seht ihr nämlich alles dann nochmal in Action. Das war's von diesem Unboxing. Freitag 19 Uhr, M&M Vienna. Checkt euch was ab. Schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, welches Piece euch gefällt, welches ihr selber gerne hättet und welches absolut Katastrophe ist. Also eure Meinung würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich werde auch auf einige Kommentare antworten. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Wenn es so war, lasst mir unbedingt ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann nächste Woche mit einem weiteren spannenden Video. Vielleicht gibt es ja wieder Off-White oder Off-White. Wer weiß, Freunde. In diesem Sinne, das ist von mir, euer Maximilian.